Willkommen zurück, Let's Play, also, Spiel, Final Fantasy 14, ich bin der dufte Typ, das ist die dufte Mieze, von hinten, von vorn, ihr kennt sie ja mittlerweile schon, ist ja schon Folge 31, leider ist meine Stufe noch nicht 31, aber das ist halb so wild. Wir legen jetzt hier direkt, geben Gasse und so, schauen, dass wir hier mal ein bisschen Apigalotti, irgendwann mal auch die Stufe 30 erreichen. So, wir haben hier noch ein paar Quests abzugeben. Und zwar fängt das dort unten erstmal gleich an. Mit die erste Quest Fate ignorieren wir hier einfach mal. So. Wo sind wir denn hier? Ah ja, genau, hier. Hihibaru möchte noch was von mir. Dann haben wir hier. Das sind aber zwei Quests, die ich hab. Rückenwind, bla. Wo war die denn? Rückenwind für Hohenbrück. Karte. Ach, auch hier. Moment, wo ist denn der Questgeber? Ach so, vielleicht bei ihm hier. Ah, sehr gut. Dementsprechend, das brauchen wir uns nicht angucken. Zack, einmal kurz übergeben. Zack, zack, alles überspringen. Zack, zack. So. Und hey, Abenteurerin. Warst du im Lager der Kikirn? Ist dir irgendwas, ist dir irgendein brauchbarer Hinweis in die Hände gefallen? Ja, zufälligerweise ein Brief hier, nimm den. Lass mal sehen. Diese Notiz ist in der Sprache der Amajar verfasst. Zum Glück erinnere ich mich noch an einige Fetzen, die ich mal gelernt habe, um die Kunden zu beeindrucken. Hier steht etwas von Verkauf von Geiseln? Die Kikien wollen die entführten Hohenbrücker an die Amajar verkaufen? Unglaublich und bedenklich. Dass die wilden Stämme jetzt sogar schon gemeinsame Sache gegen uns machen. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten, so viel steht fest. Tja, die hochgewachsene, dunkle Gestalt war dann doch wohl nicht dein maskierter Mann, sondern einer der Amajar. Tut mir leid, dass ich dich auf falsche Fährte geschickt habe. Vielleicht könntest du deine Enttäuschung ja bei Wurzel sammeln. Na, ich verstehe schon. Also gut. Wenn ich erneut etwas höre, sage ich dir sofort Bescheid. Versprochen. Ja, super, freut mich. Aha, er hat wieder was. Was gibt's denn hier? Schwere Eisenrüstung, aber damit kann ich keinen Kopf tragen. Ja, dachte ich mir. Sonst hätte ich die schon längst getragen. Ich hatte mir nämlich selber ja Ausrüstung gebaut, aber egal. So. Du kommst wie gerufen, Abenteurerin. Ich hätte da ein neues Ausflugsprogramm in Angebot. Und außerdem einen Hinweis, der uns auf die Spur deines maskierten Freundes führen könnte. Diesmal ist er bombensicher, ehrlich. Ich habe den Kerl nämlich mit eigenen Augen gesehen. Er ist auf einem Hügel in der Nähe von Tals Rast ein Signalfeuer entzündet. Ich vermute mal, um den wilden Stämmen irgendwelche Anweisungen zu geben. Worum es genau ging, kann ich leider nicht entschlüsseln. Und dafür habe ich aber eine grandiose Idee. Warum nimmst du nicht einfach diesen Beutel Qualmkohle hier und entzündest damit das Feuer? Wenn du Glück hast, kannst du so den oder die Komplizen des Mannes hervorlocken und Hinweise zu ihrem Auftraggeber aus ihnen herausquetschen. Ist das ein Plan oder was? auf den guten Hibaru ist noch immer Verlass. Sag ich dir was. Tun jetzt. Wenn du diesen Fall gelöst hast, solltest du dir erstmal etwas Ruhe gönnen. Und wo ginge das besser als hier bei uns im schönen Hohenbrück? Halt doch die Klappe. So. Mal gucken, was da hier noch rumgeht. Ach ja, wir haben ja auch noch ein Schokobo, das wir reisen können. Yippie! Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr. Wenn ich hier unten das Reittier-Verzeichnis aufrufe, sehen wir nämlich alle meine Reittiere. Ich habe ein Schokobo. Ich habe ein Schokobomoppel, ein Quirl, ein Ariman und ein Behemoth. Der Behemoth ist ein bisschen dolle, sage ich mal. Aber gucken wir ihn uns doch mal an. Brrr. Ist mal ein fettes Viech. Aber wie schön galant man da oben drauf sitzt. Hoppla, da verschwindet man einfach so. Ist schon ein dickes Ding, sage ich mal.
Ja, was gibt's denn Neues zu erzählen? Eigentlich gar nicht so viel, glaube ich. Mein Rechner scheint wohl wieder vernünftig zu funktionieren. Das ist klasse. Ich weiß auch immer noch nicht, ob das wirklich mit meiner Festplatte zu tun hatte. Also ich wünschte mir schon einen neuen Prozessor und so weiter, einfach damit ich alle Probleme ausgemerzt habe. Aber gut, wir sind hier an dieser Stelle und können Qualmkohle hinlegen. Mal gucken, was jetzt passiert. Du spürst eine feindliche Präsenz. Nein. Aha, ein Fußsoldat. Aber das sieht mir eher aus wie ein Faustkämpfer. Hallo? Ich muss auch mal treffen hier. So. Haben wir jetzt noch irgendwas? Hibaru den Talisman geben. Der weiß sicherlich wieder, was Sache ist. Ich sollte mir hier mal ein paar Dosen wegkriegen. So, ich habe mir nämlich diesmal keinen Kaffee, sondern Energy parat. Ist auch mal was Gemütliches, Leckeres. Und falls der kleine Hunger kommt, noch ein paar Jelly Beans. Schon ein bisschen uncool. Mir fällt gerade auf, dass ich überhaupt keinen Timer habe. Also wird schon. Ich werde einfach Pi mal Daumen nach 30 Minuten aufgeben oder aufhören. Ich habe mich vergessen, meinen Treiber für meine Tastatur zu installieren. Fällt mir gerade so auf. Und an meiner Tastatur ist so ein kleines Display. Da kann ich mir einen Timer setzen. Und dieser Timer, ja, an den orientiere ich mich dann immer nach meinen 30 Minuten. Wobei ich natürlich mitten im Dialog nicht abbreche, sondern halt eben ein bisschen weitermache. Ja. Ansonsten gibt's hier, glaube ich, gerade nix. Hibaru. Ah, da bist du ja wieder. Wie ist der Plan gelaufen? Konntest du etwas über den Maskierten herausfinden? Ja, wir haben jetzt hier nochmal so einen komischen Wisch bekommen. Das ist ja zweifelsohne. Das ist ein Talisman von Ragere, dem Zerstörer. Ragere, der Zerstörer, ist die Schutzgottheit von Alamigo. Tja, die Galea hat er den Migeten nicht wirklich vom Hals halten können, was? Na, wie auch immer, solche Talismane tragen eigentlich nur patriotische Migeten mit sich herum. Was bedeuten würde, dass der Maskierte nicht nur mit den wilden Stämmen, sondern auch mit Flüchtlingen aus Alamigo im Bunde ist. Sieh dich besser vor, Abenteurerin. Dein Feind scheint ein weites Netz gesponnen zu haben. Ich sag's ja, du sollst dich lieber in Hohenbrück zur Ruhe setzen. Naja, ich hab schon verstanden. Gib mir Geld. Nein, muss nochmal mit dem reden. Es lässt mir einfach keine Ruhe. Die Migiten mit diesen Maskierten unter einer Decke stecken sollten, Abenteurerin. Ich habe seit jenem Vorfall kein Auge mehr zugetan. Das kannst du mir glauben. Wenn du deine Suche trotz der Rückschläge fortsetzen möchtest, solltest du vielleicht einmal in Klein Alamigo vorbeischauen. Mehr Migiten auf einem Haufen findest du nirgends in Talalahan. Bedenke allerdings, dass die Siedlung ein Zufluchtsort für all jene ist, die sich in Uldan nicht eingliedern wollten oder konnten. Dort herrscht ein Umgangston, der so rau ist wie die Wüste, in der wir leben. Die Flüchtlinge in Klein Alamigo sind verschlossen und empfangen Fremde nicht gerade mit offenen Armen, erzählt man sich. Selbst eine erfahrene Abenteurerin wie du sollte da nicht einfach achtlos reinspazieren. Wende dich am besten direkt nach einer Ankunft an ein Mädchen namens Hihira. Sie ist meine Tochter und vor einiger Zeit von Hohenbrück ins südliche Tanalan nun ja übergesiedelt. Sie ist ein eigensinniges, aber herzensgutes Kind und wird dir sicher helfen. Und richte ihr noch bitte aus, dass ihr Vater sich Sorgen um sie macht, ja? Am liebsten wäre es mir natürlich, du bliebst hier und würdest deine erabenteuerten Gil in Hohenbrück lassen. Aber unsere Begegnung hat mir vor Augen geführt, dass ich die Attraktivität meines Angebots wohl noch etwas aufbessern muss. Nun, sollte dir irgendwann mal der Sinn nach Wurzelsammeln stehen, weißt du ja, wo du mich findest. Viel Glück jedenfalls auf deiner weiteren Weg. Sabba, sabba, sabba.
Gut, er hat genug gesabbert. Südlich ist Tanadan, da wollen wir jetzt hin. Das heißt, wir müssen noch ziemlich weit reiten. Dafür ein bisschen Musik von MC Chocobobo. DJ Bobo. Lol. Na, wo ist denn die Musik? Da muss doch jetzt eigentlich Musik laufen. Na, das ist die falsche Musik. Als ob hier irgendwas nicht stimmt. Seltsam, seltsam. Vielleicht könnte ich mal in Einstellungen gucken. Systemkonfiguration. Ton. Ah. Ah. Aha. Perfekt. Da ist doch die wundervolle Musik. Ich dachte schon, wo ist denn die Musik hin? Einfach mal die Einstellung ändern. Und dann ist alles gut. Depp, depp, depp. Und wir sind endlich in Südalamigo, südliches Tanalan angekommen. Wo wir uns jetzt nach Kleinalamigo bewegen. Alamigo, muss man dazu sagen, ist eine Stadt, die von den Galear eingenommen wird. Ich könnte ja mal gucken, ob ich die hier auf der Karte zeigen kann. Jup, jup. Ja, hier haben wir Mordona. Da unten haben wir Tanalan, ne? Das hier ist Tanalan mit Ulda in der Mitte. Da oben haben wir Mordona, das ein andermal. Hier haben wir Gridania mit dem Finsterwald. Und da haben wir Alamigo. Jip, jip. Und von hier oben kommen die wurde die Galear angewandert. Genau, hier, das galäische Imperium sollte da wahrscheinlich stehen. Fand ich auch ziemlich cool. In der alten Collector's Edition, in der ersten, die rauskam, gab es so eine kleine Stoff, Karte von Eorzea. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, Eorzea ist ja eigentlich nur ein Teilgebiet, ne? Also ein Kontinent. Es gibt da noch mehr. Und ich bin mal gespannt. Nächstes Jahr haben, für nächstes Jahr haben Square Enix das Add-on vorausgesagt, würde ich mal meinen. Also es wird ein Add-on geben. Und ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Weil es wird dann den Dunkelritter geben, den Dark Knight. Und eine neue Stadt wird es geben, aber dazu will ich noch nicht zu viel spoilern, weil wir diese Stadt von außen schon früh genug sehen werden. So ab Stufenbereich, also ab Stufe 38 etwa. Und vieles, 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 vieles mehr. Was ihr vielleicht sowieso schon alles wisst. Und ich bin wahrscheinlich gar nicht mal so up to date. Aber egal, ich versuche mich immer so nah wie es geht an den Releases und so weiter zu halten. Funktioniert natürlich nichts. So, wir nehmen natürlich hier noch diese ganzen kleinen Mini-Quests an. Einfach, weil man die perfekt neben der Haupt noch machen kann. Und ich finde es wesentlich angenehmer, die gleich mitzunehmen. Okay, das sind hier Freibriefe. Ja, perfekt. Die nehme ich doch auch mit an. Oder den nehme ich dann auch mit an. Ah, hier haben wir einen Schokobo-Verleiher. Hier möchte ich aber nichts von dir. Und ganz wichtig, einmal mit dem Iteriten harmonisieren, damit wir uns hierhin auch immer wieder teleportieren können. Zack. Perfekt. Jetzt werden wir mal nach Sir Hamlots Tochter suchen. Die ist hier drüben. Hier haben wir aber noch eine andere Quest, die wir ebenfalls annehmen. Wir nehmen hier nämlich alles an, was wir annehmen können. So. Besonders den Freibrief, weil der erste Freibrief gibt ja immer doppelte Erfahrungspunkte. So. Hihira, ja, das bin ich. Mein Vater schickt dich, sagst du? Ich habe, ich hoffe, er hat nicht versucht, dir halb Hohenbrück aufzuschwätzen. du suchst einen Maskierten in einer schwarzen Robe? Nein, ich fürchte, da kann ich dir nicht mit
ihnen helfen. Aber der alte Gundobald vielleicht, der kümmert sich um die Belange der Siedlung und weiß eigentlich immer, was in kleiner Alamigo gerade vor sich geht. Okay, Gundobald. Dover Name. Dann erzähl mir mal was. Was willst du hier haben, Abenteurerin? Wir haben nicht viel für Fremde übrig und das aus gutem Grund. Ich will doch nur helfen und Hilfe und so. Du verfolgst einen Maskierten. Das ist schön für dich. Aber was hast du mit mir, hat das mit mir zu tun? Dieser Ort ist ein Refugium für den kläglichen Rest unseres stolzen Volkes. Für all jene, die den Klauen des galäischen Kaiserreichs entkommen konnten. Unsere Heimat Alamigo haben wir verloren, doch hier wollen wir einen Neuanfang wagen. Selbst verherrlichende Abenteurer, die ihre Sache für den heiligsten aller Zwecke halten und ihre Nase in Angelegenheiten stecken, die sie nichts angeht, können wir hier nicht gebrauchen. Setz deine Suche aber anders fort, wenn du noch etwas Anstand besitzt. Na, du bist aber ein freundlicher Knabe. Das hat nur mit dem Schnauzbart zu tun, das sage ich euch. Schnauzbärtchen sind nämlich das pure Böse. So, aber wir haben hier wieder eine neue Quest. Die nehmen wir mit an. Oh, was haben wir jetzt hier? Ach ja, neue Quests. Berold, tschöp, tschöp. Wahrscheinlich die Kranken retten oder so. Ah, hier drüben haben wir dann auch gleich unseren... unsere Hauptquest. Jo. Sei gegrüßte Abenteurerin. Mein Name ist Giselbert. Mir obliegt der Schutz dieser kleinen Siedlung. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Verstehe. Du suchst einen mächtigen, verdächtigen, maskierten Mann in einer schwarzen Robe. Nun, ich kann dir jetzt schon sagen, dass du dir an den Bewohnern von Klein Alamigo mit Sicherheit die Zähne ausbeißen wirst. Die mögen es nicht, wenn man sich in ihre Angelegenheit mischt und bleiben für gewöhnlich unter sich. Wenn wir von der Legion uns nicht um die Verteilung von Essensrationen kümmern würden, hätten sie uns vermutlich in der erstbesten Wüstennacht den wandelnden Leichen da draußen zum Fraß vorgeworfen. Hier wirst du also wahrscheinlich nicht fündig werden, meine Liebe. Es könnte allerdings sein, dass jemand meiner Männer da draußen deinen maskierten Freund gesehen hat. Die Wachen in der Nähe des Amaljar-Lagers südlich von hier warten sowieso gerade auf ihre Ration. Bring ihnen diese Schale Tanalan-Schwarztee vorbei. Vielleicht erhältst du zum Dank hier etwas? Mir fällt dazu nur eine Sache ein. Eliminieren! Eliminieren! Ich muss rumlaufen und Gegner eliminieren. Ah, ich fange einfach mal hier vorne an. Das sieht gut aus. Hier ist ein grüner Kreis, aber kein Ausgang. Ja. Geradeaus weiter. Einfach hier hoch. Das ist keine Abkürzung. Ich gehe trotzdem... Oh. Moment mal. Ah, ich hätte oben bleiben können. Weil nämlich... Die ich suche... sind oben. Ja, sie sind oben. Ganz toll. Der Weg war umsonst, ist aber nicht so schlimm, denn dafür habe ich die Aufnahmezeit. Ja, für euch. Da ist der erste. Zack. Und der zweite. Und alleine dafür sollten sie mir danken, weil ich diesen Handüberlebender gerettet habe. Oder zumindest ein bisschen geheilt habe. So, wollen wir doch mal nachschauen. Hier haben wir es grün, hier haben wir es rot. Zusammen ergibt das so eine kleine Mickey Maus. So, ich wollte einfach mal sagen, ich bewege mich hier einmal so im Kreis. Erstmal fange ich hier an. Was ist das hier? Nekrolog. Aha, Nekrolog. Wir fangen mit Nekrolog an. Das ist nämlich der Gildengeheiß. Nein, der Freibrief. 2 Stufen. Ach komm, ich bin Paladin. Ich mache sogar 4 Stufen plus mit. So, was suche ich denn?
Verschmutzte Nekrolog-Seiten. Dann wollen wir mal. Probieren wir es den ganzen mal kurz auf die Nüsse zu hauen hier. Oh. AOE fast übersehen hier. Supi. Das war der erste Nekrolog-Socke. Socke. Genau. Eine Nekrolog-Socke haben wir gefunden. Oh Mann. Es wird spät. Das kommt davon. Ich sollte aufhören, immer so spät in der Nacht aufzunehmen. Oder um null. Besonders weil ein Zimmer weiter meine Freundin gerade am Schlafen ist. Die gute Aya, ihr kennt sie ja von den Instanzen, die wir bisher bewältigt haben. Aber ich bin glücklich, ich näher mich langsam der Stufe 30. Und mit ein bisschen Glück schaffen wir die heute noch. Also, ich nicht in dieser Folge, definitiv nicht. Aber vielleicht schaffe ich die noch an diesem Abend. Vielleicht nehme ich auch ein bisschen Assassin's Creed auf. Ich bin mir noch nicht so sicher. Es ist auch keine einfache Entscheidung, muss ich zugeben. Nein, das ist es wirklich nicht. Aber ich glaube, ich hätte mich auch gar nicht so groß... Ah, doch, es hat sich gelohnt, sich weiter zu bewegen. Aufpassen muss ich nur wegen dem Steingolem. Aber wie schon gesagt, ich bin ein Paladin, ich schaff das. Nein, ich bin gar kein Paladin, ich bin Gladiator. Ich schaff das trotzdem. Oh ja, das tue ich. So, ich wandere jetzt erstmal einmal um den Steingolem herum. Wo mir diese... Yep. Ah, Fiole Äther. Der größte Schwachsinn. Aber ich hab sie. So, komm mal ein Stück näher. Oh nö, nicht Paralyse. Nein, 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 nein. Ja. Schön abgebrochen mit einem, hier, Schildschlag. Das hat sich gelohnt. Wenn ich mir das so angucke, ich glaube, ich hätte mich gar nicht großartig weiter bewegen sollen. Irgendwie nicht. Ich hätte auch gleich hier drüben stehen bleiben können. Ich wandere jetzt hier einfach rüber. Genau, und jetzt hole ich mir einfach diese Pikiniertänzer. Pikentänzer? Pikiniere? Na komm, hoch da. Ab auf den Stein. Erstmal richtig wieder hinsetzen. So. Ich bin hier gerade dabei, so ein bisschen in meinen Sessel rein zu knarschen, wie ihr es gerade immer so im Hintergrund hört. Knarrt. Ich soll das Ding mal vielleicht wieder ölen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann würde man auch weniger von meinem Sessel hören. Und Seite Nummer 4. Hier muss doch gleich noch irgendwo einer auftauchen. Da ist er doch schon. Hopp, hier. Schön mein Schild entgegengeworfen. Ich mache hier Captain America Konkurrenz. Ich werfe mit meinem Schild und mein Schild kommt auch immer wieder zurück. Und gibt Seite 5. Perfekt. Und jetzt? Ah. Das daraus erscheinende Monster besiegen. Na super, ich hätte vielleicht auch... Whoopsie. Einfach direkt da drin bleiben sollen. In einer Stelle. Dann hätten wir uns nicht hier groß durch die Gegend bewegen müssen. Wenn sowieso die ganzen Bücher oder die ganzen Buchseiten hätte ich hier finden können. Sehr schön. Freibrief beendet. Besser kann es gar nicht laufen. Aber ich werde mich nicht teleportieren lassen. Nein, weil ich muss ja sowieso noch dort rüber. Oh, diese Ecke ist gar nicht gut. Die gefällt mir überhaupt nicht. Upsa. Wegen den fetten Viechern. Aber die fetten Viecher sind jetzt gar nicht so fett, fällt mir gerade so auf. Weil ich kann die nämlich anlocken. Ich mach's gleich. Komm, na komm.
Okay. Ganz einfach anlocken. Hochschleppen. Komm zu Papa. Und Ameisenlöwensäure. Mist, ich kam hier gerade eben nicht. Warum kann ich nicht angreifen? Außer Reichweite. Warum außer Reichweite? Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ah! Genau das meine ich nämlich. Das ist ganz, ganz böse. Und jetzt lauf. Ach, ja. Perfekt. Und ich liebe Paralyse. Lauf, 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 Lucy. Nein, Mieze. Diese Fetten sind nämlich mega kacke. Ich brauche nur einen davon killen. Sonst kommen dann immer sofort gleich 50 angelaufen. Naja gut, in dem Fall waren es 3. Aber die Viecher, diese großen, die halten eine ganze Menge aus. Eine ganze, ganze Menge. Und das ist gar nicht schön. Das ist gar nicht schön. Komm näher. Super. Bist du paralysiert? Hier hast du nochmal deinen Ameisen... Nochmal Ameisensäure, Löwensäure. Und jetzt kann es endlich losgehen. Puh. Das war schon ein knappes Ding. Gerade mit denen hier. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit rauslaufe. Weil wenn ich zu weit rauslaufe, könnte es passieren, dass er sich umdreht und sich wieder verkrümelt. Ah, komm. Das ist ja schon fast ein spannender Kampf hier. Ja, perfekt. Geschafft. Jetzt kann ich ganz gemütlich nach kleiner Alamigo. Nein. Ich bringe erstmal unten die Ration rüber. Nutze aber hier bei die kleine Abkürzung. Und zwar erstmal nach Klein Alamigo rin. Und aus Klein Alamigo wieder raus. Hier? Ja. Genau hier. Hallo? Kann mir mal einer die Tür aufmachen? Wie frech. Na gut, dann hole ich mir halt eben doch die Erfahrungspunkte. Vielleicht gibt es noch ein paar Sidequests oder so dafür. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder vergessen. So, erstmal holen wir uns Erfahrungspunkte. Yeah, yeah. Und tschakka. Ordentlich abgesahnt, würde ich meinen. Kleine Alamigo-Freibriefe freigeschaltet. Man kann es nicht schöner ausdrücken. So. Wir nehmen Supertränke mit. Ja, habe ich ja schon fast gesagt. Aber hier kann ich wieder keine Füße tragen. Egal, nehmen wir an und freuen uns einen Keks, dass wir wieder neue Quests haben. Zack. Was können wir hier? Vergiften? Na. Ist nichts, was ich überhaupt nutzen würde. Aber hey, noch mehr neue Quests. Ah, das gefällt mir. Spiegelei und so ein Kram. Ich hatte gerade eben schon Sorge, dass ich keine Kampfroutine... dass ich keinen Kampfroutinenbonus habe. Habe ich aber. Von daher ist alles wundervoll. Da muss ich ja dann nach oben wieder zurück. Mann. Aber wahrscheinlich das letzte Mal. Welche Seuchenprävention? Kaktorschnaps. Auf peiste Kadaver ver... Aha. Aber davon muss ich 3 Stück machen. 3 Plätze muss ich damit
betupfeln. Und ich laufe hier natürlich wieder zu Fuß. Perfekt. Irgendwie will es hier noch nicht Tag werden. Ah doch, Eorzea-Zeit, das ist 4.10 Uhr. Es wird jetzt langsam Tag. Und wir machen diesen kleinen Abstecher hier noch. Wir werden dann mal den Kaktor-Schnaps auf Peiste-Kadaver machen. Was ist das denn hier? Also auf jeden Fall brauche ich diese Fliege. Ah, für was? Lehmfliege 4. Aha, ich habe hier noch eine Quest. Aha, ich muss hier diese 4 Lehmfliegen. Man sollte sich auch mal alles durchlesen. Das könnte Sinn ergeben. Manchmal. Ich habe auch Post bekommen und habe es total verrafft, hier zur Post zu anzunehmen, obwohl ich gerade eben noch an einem Postboten vorbeigelaufen bin, kleiner Alamigo. Oh, was haben wir hier? Sabotenda! Kaktor Schnaps auf Peiste. Aha, die kann ich hier auch nehmen. Kaktusknospen von Sabotenda erbeuten. Schnaps auf Peiste Kadaver verdauen, meinen siechenden Fliegenschwamm auszuschalten. Ah, ist so gemein, wie die umkippen. Irgendwie checke ich das hier gerade nicht. Aber das wird sich alles noch ändern, glaubt mal. Aber erst in der nächsten Folge. Denn nächste Folge. Nein, diese Folge endet genau mit diesem Kampf. Ob ihr es wollt oder nicht. Ja. Und dufter Typ verduftet. Dufte Mieze sagt winke winke. Sieht ihn nicht herrlich aus. Bis dann.